Stöße. Und ja, der Efren ist, was diese Stöße angeht, der absolute King. So, hier die 7 dünn über zwei Banden Stellung, Entschuldigung, die 6. Zwei Banden Stellung, knapp am Mittelloch vorbei. Genau. Und einmal auf die andere Seite. Ja, sieht gut aus. Abermals perfektes Tempogefühl hier von Efren. Hier wird 10-mal gespielt. Oh, ich glaube, da hat der Reis sich hinter die Kante gestellt. Der Efren sieht das relativ entspannt. Ich glaube, du hattest auch vergessen zu erwähnen den beiden gegenüber, dass es hier um ein bisschen was geht. Mehr als ja, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es hier sogar ein Money-Match ist. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Satz. Yes, baby! Ja, Mann! So spielt man Ball. Ja, da lässt er sich so spielt man Ball. Das war ein großartiger Ball hier von ihm. Hinter der Mittellochkante. Dynamic 2. Dynamic ist ja auch einer der Hauptsponsoren der German Tour und dieser Efren Farewell Tour. Oh, okay. Wow. Da ganz starker Ball. Da liegt jetzt die Frage, ob der Erling bewusst so schwer gestellt hat. Auf jeden Fall optimal gelocht. Sehr schön. Das sieht nach dem vierten. Die Stellung auf die 5 wird allerdings jetzt der Knackpunkt in dieser Partie. Da zeigt er mit dem Kö auf die 5. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das deuten soll, wenn er das Kö hier so rumbewegt. Ich glaube, hier will er mit der Weißen direkt auf die 5 drauf fahren. Ja, und das macht er auch. Also wie ihr seht, der Kommentator kennt sich aus. Der kann es selbst noch nicht umsetzen, der Friend.
hier quasi. Pussy sagt da auch schon auf Wiedersehen. Sind wir auf jeden Fall immer so weit, dass man, wenn nichts sehr ungewöhnliches mehr passiert, das Ende der Partie bald sehen will. Vielleicht wird man mich erstmal nicht hören, weil der Applaus wird so groß sein in der Arena. Fabs, du hast ja dann gleich zu tun. Ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Mitkommentieren. Vielen Dank, gerne. Gleich wird der Applaus explodieren und man wird die Gefühle hören. Ich hoffe, du sitzt vielleicht später. Oh! Oh! Der zum Abschluss. Leider keine schöne Stellung hier. Er sagt jetzt das Safe an, was nach wie vor keinen Sinn macht. Allerdings macht er das ja, schon seit einiger Zeit und das wird man, glaube ich, ihm auch nicht mehr vermitteln können, warum es eigentlich Quatsch ist, beim 10-mal Safe anzusagen. Allerdings hat er jetzt sowieso safe gespielt, also alles gut. Hier wird mir von der Seite ein Getränk gereicht. Da möchte ich einen Dank aussprechen an den Peter Restle, aber natürlich nicht nur für das Getränk, das er mir reicht, sondern für seine Tätigkeit hier als einer unserer Sponsoren der Tour. Für die, die euch... lauter drehen einfach. Danke, Helga. Dann kannst du trotzdem, lauter reden. Dann kannst du trotzdem so leise weitersprechen und alle sind glücklich. So, hier ein schöner Ball von Busti. Aus ganz wenig Winkel sehr viel rausgeholt. Und 9 und 10 sind dann perfekt. Nur noch Fun-Sachen. Ja, ja, ein.
I just seen Alan Chastain join the stream. Hey Alan, my good friend from Atlanta, Georgia. Nice to have you here. Hope you enjoy the live stream. Meanwhile, Efren lost position on 2 ball a little bit. Has to go, I think, 2 ways. Oh, okay, well, I didn't see that. I didn't see that coming. Nice little shot here, man. Besides the bank. Career. Nach diesem Match übrigens werden wir ein paar, ja, wie soll ich sagen, Challenge-Matches haben. Es gab hier 6 glückliche Spieler, die ausgelost wurden, um mit einer der Legenden zu spielen. Und diese 6 werden wir dann im Anschluss sehen. Zunächst Francesco Bustamante 2 Matches bestreiten, dann Strickland und im Anschluss nochmal Efren Reyes, also insgesamt 6 kleine Sätze. Und da sehen wir einen wunderschönen Zweibänder hier von Efren Reyes. Hat er natürlich mit Safe-Option an. Something.
war jetzt knapp. Dann kann kurz überlegen, das war das fünfte Break, dann haben noch die Binge, also die Local Heroes, haben gecrackt. Wir sind die Binge, das ist korrekt. Ja genau, das ist nämlich genau der Fehler, den viele denken, weil Binge, ne? Ich kann dir nicht genau erklären, warum das so ist, aber wir sind Binge. Und da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Ja, Efren hier findet noch nicht ganz ins Match. Bin nicht ganz sicher, was er da jetzt vorhat. Aber umso schöner für uns, weil immer wenn ein kleineres Problem da liegt, dann wird der Efren kreativ und das ist ja genau das, was wir alle sehen wollen. Also bei mir ist es zumindest so. Und ganz genau sowas habe ich mir darunter vorgestellt. Wunderschöner Ball hier von Efren Reyes.